Nummer 1, der Verstecker. Ach du grüne Neune. Oh Mann, wohin nur mit dem ganzen Zeug? Muss doch irgendeine Lösung geben, dass ich nicht ganz so lange brauche und dann auch rausgehen kann zum Spielen. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Ich werde jetzt einfach alle Sachen unter mein Bett räumen. Mama wird die Sachen niemals finden und es sieht dann locker so aus, als wenn ich aufgeräumt hätte. Und dann kann ich noch rausgehen zum Spielen. Ich glaube, das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Und ich hoffe, wir machen jetzt nicht ständig solche Aufräumaktionen. Aber falls doch, dann habe ich ja jetzt die perfekte Art, mein Zimmer aufzuräumen. Und ich kann danach noch rausgehen zum Spielen. Ui, es wird schon ganz schön eng. Okay, mehr passt gar nicht mal unter das Bett. Ich glaube, da muss jetzt der Teppich herhalten. So, ich werde erstmal alles schön auf den Haufen räumen. Und jetzt kommt hier der Teppich drüber. Jetzt werde ich mein Meisterwerk bestaunen und gucken, ob es so geht. Es ist schon noch ein bisschen auffällig. Ich brauche da noch eine andere Idee. Das hat jetzt nicht ganz so gut geklappt. Wo kann ich das denn noch irgendwo hinpacken? Ich hab's. Ich verstecke alles im Schrank. Ja, der Schrank ist perfekt. Der ist groß, da passt viel rein. Und es sind Türen davor. Das heißt, Mama wird nicht sehen, was ich darin alles versteckt habe. Und hepp, und hepp, und hepp, und hepp. Okay, unten ist jetzt wohl schon voll, da passt nicht mehr rein. Ich versuche mal oben noch was reinzuquetschen. Und hepp, und hepp, und hepp. Ich bin ein bisschen klein für den Schrank. So, okay, Türen zu. Der Rest kommt einfach unter meine Bettdecke. Oh, die Türen gehen nicht zu. Komm schon, geh zu. Geschafft. Okay, der Rest kommt unter die Bettdecke und dann bin ich fertig. Zack. Fertig. Juhu. Also von mir aus kann Mama gucken kommen. Tim. Wie sieht's aus? Bist du fertig? Ja, bin ich. Schau dich ruhig um. Siehst du, Mama? Alles aufgeräumt. Tim, bist du dir ganz sicher? Wenn nicht, sei ehrlich und ich helfe dir einfach. Ja, ja, Mama. Ich bin mir sicher. Du siehst doch alles ordentlich. Upsi. Nummer 2, der Bücherwurm. Ich freue mich schon auf die Pause. Da kann ich endlich wieder lesen an der frischen Luft. Lisa, willst du mit ins Schaukeln gehen? Lisa, du kannst doch nicht immer nur lesen. Und die Schaukeln sind gerade frei. Los, komm, schnell. Nee, sorry Leute, ich möchte jetzt lieber lesen. Aber wir sehen uns später im Unterricht, okay? Naja, dann gehen wir jetzt schaukeln. Bis später. Oh Mann, dass sie immer nur lesen will, oder? So ein richtiger Bücherwurm. Na komm, schaukeln wir mal alleine. Oh, das ist so ein spannendes Buch. Ich kann gar nicht mehr aufhören zu lesen. So, mein Schatz, jetzt wird ja Mama das Licht ausgemacht, ja? Du musst schlafen und musst morgen früh wieder zur Schule. Also dann, Liebling, gute Nacht. Okay. Gute Nacht, Papa. Nummer 4, der Mädchenschwarm. Ja. Wow, der war gut. Oh mein Gott, er kann so gute Tricks. Er kann echt besser als jeder andere hier Fußball spielen. Und dazu sieht er noch besser aus als jeder andere Junge hier. Ja, Emmy, da hast du recht. Er ist wirklich der schönste Junge. Boah, diese Mädchen, dass sie mich die ganze Zeit anschauen müssen, wenn ich Fußball spiele. Das ist ja beinahe nervig. Aber gut, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie süß und ja, ein gewisses Kompliment. Oh oh, oh oh, Beeilung, Beeilung, ich muss schnell rein, ich habe jetzt Mathe. Der Lehrer mag es überhaupt nicht, wenn ich zu spät komme. Schnell, 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 schnell. Hä? Was ist das denn? Was? Ein Liebesbrief von Emily? Was steht da? Willst du mit mir gehen? Oh nein, das wird immer schlimmer. Nummer 4, der Kumpel. Ich bin
bin so froh, dass ich mehr mit Jungs zusammen mache. Da gibt's einfach nicht so viel Zickenkrieg, wie es unter den Mädchen gibt. Dieses Geläster ist ja echt schrecklich. Naja, ich gehe jetzt erstmal zu meinen Jungs. Hey Jungs! Hey David, wir haben uns heute ja noch gar nicht gesehen. Komm her. Stimmt, komm her, Checker-Begrüßung. Habt ihr eigentlich gestern das Fußballspiel gesehen? Playmo City gegen Playmohausen? Für wen wart ihr? Ja, natürlich haben wir es gesehen. Ich hab's auch gesehen. Klar, es war voll das gute Spiel. Und natürlich waren wir für Playmo City, ist doch klar. Und du? Ich war natürlich auch für Playmo City, ist doch klar. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass ich gestern beim Friseur war? Nein? Oh Mann, das ist so typisch für euch Jungs. Naja, ist ja auch egal. Achso, ich war gestern übrigens noch Skateboard fahren mit Leon. Wenn ihr wollt, können wir das auch mal machen. Das macht echt so viel Spaß. Wollten wir nicht jetzt Fußball spielen gehen? Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Fußball, Fußball, Fußball. Ja, gute Idee. Komm, wir besorgen einen Fußball. Hey, sag mal, kann ich vielleicht deine Tasche tragen? Wollen wir heute nach der Schule was machen? Hast du Zeit? Ich würde auch gerne was mit dir machen. Wo ist denn der Fußball? Der war doch gestern hier. Wir können jetzt nicht so lange draußen bleiben, weil nachher gibt's ja noch Essen. Das ist bei Leo. Ach so, alles klar. Hast du Zeit? Ich würde auch gerne was mit dir machen. Tasche tragen?